Ein Braumeister aus dem Innviertel hat ein bayerisches Märzen gebraut. Das Ganze jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich präsentiere euch heute ein Bier aus dem Innviertel. Das wurde zum 175. Jubiläum einer Brauerei gebraut. Und ja, wer hinter mir schaut, ungefähr da, der kann mittlerweile sehen, A, um welche Brauerei es sich handelt und B, was der Grund ist, warum ich dieses Bier überhaupt habe. Denn ich habe dieses Schild gesehen und habe den Matthias Schneitel gefragt, ob ich das bei ihm kaufen kann. Hatte natürlich gehofft, dass das funktioniert. Wie ihr seht, es hat funktioniert, aber er hat mir freundlicherweise nicht nur das Schild eingepackt, sondern auch noch zwei Biere und lustigerweise zwei Biere, die ich tatsächlich von ihm noch nicht getrunken habe. Und eins davon ist das Meisterbräu. Und der Alexander Pöllner, der Braumeister, hat dieses Bier, sein Bayerisch Märzen, zum 175. Geburtstag, der war 2007, der Brauerei Schneitel gebraut. Und falls jetzt die Fragen kommen, Bayerisch Märzen im Vergleich zum österreichischen Märzen, österreichisches Märzen, stilistisch das, was in Deutschland eher dem Hellen entspricht. Und das Bayerisch Märzen ist eben ein Bier, was nicht ganz so ausgewogen wie das Helle ist, sondern tendenziell eher etwas malzlastiger, etwas dunkler. Die Flasche wird mich jetzt wahrscheinlich Lügen strafen, aber grundsätzlich sollte das so das Prinzip sein. Das Bier 5,8 Volumenprozent Alkohol, 13,7 Grad Plato und wir haben es so ein bisschen wärmer gemacht, weil malzlastigere Biere vertragen ja auch ein bisschen mehr Temperatur. Also ich denke, wir liegen hier so irgendwo bei 7, 8, 9 Grad. Und das ist auch die Temperatur, die die Brauerei Schneitel vorgibt. 1842 mit Franz Schneitel ging es los. Für 175 Jahre habe ich gesagt, ich glaube, wir können es angehen. Ah, ich liebe Plopfverschlüsse. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen, weil eine schöne, feine Wolke mit dem Bier, was da rausgetropft ist. So. Wow. Ja, also wie gesagt, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Es ist eher so ein dunkles, schönes Gold, so ein bisschen ins Orange gehende, ganz, ganz leichte Trübung, aber obendrauf ein schöner, mittelporiger Schaum. Ja, haftet durchschnittlich am Glas und das Ganze so mit einem Fingerbreit obendrauf. Ja. Also malzig in jedem Fall, auch so richtig schön Karamellmalze. Aber da ist auch eine leichte Rauchnote mit drin. Die wäre mir jetzt nicht grundsätzlich bekannt für bayerische Märzen, aber natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass sie dahin gehören. Ja, aber es ist eine leichte Rauchnote mit drin. Ja, ich würde sagen, cheers! Sehr, sehr süffiges Bier. Sehr vollmundig. Auch im Vergleich zu einem heimischen österreichischen Märzen eben durch den höheren Malzanteil auch viel, viel süßlicher, aber so eine Malzsüße, eine kräftige, geht nicht so sehr in die Süße wie beim Bayerisch Dunkel, aber es ist eben einfach deutlich süßer und dadurch auch ein bisschen, wie gesagt, vollmundiger, kräftiger im Geschmack. Hat eine sehr schöne, dezente Bittere, die, wie gesagt, aber hinter den Malzeinflüssen deutlich zurücksteigt. Ist ein bisschen kräutrig vielleicht, aber grundsätzlich ist das schon sehr, sehr malzdominiert, ohne aber aufdringlich zu sein bei der ganzen Geschichte. Es ist ein Bier, was man, glaube ich, sehr, sehr gut trinken kann. Es ist jetzt vielleicht kein so Sommerdurstlöscher, aber es ist ein Bier, dass man durchaus am Abend im Wirtshaus mit mehreren Leuten zusammen ja auch zwei, drei Gläser von problemlos trinken kann. Obwohl es, wie gesagt, ja 5,8 Volumenprozent hat. Vom Körper her, schöner mittlerer Körper, Kohlensäure ist präsent, aber dann doch
tendenziell eher so auf der zurückhaltenden Ebene. Also man spürt, da ist eine Kohlensäure, das passt doch alles, aber es ist alles sehr, sehr dezent und sehr harmonisch. Passt eben auch wieder nachher zu dieser Vollmundigkeit mit dem Malz und entsteht auch so eine gewisse schöne Weichheit, die damit einhergeht. Es ist trotzdem, und damit endet dieses Bier eigentlich, es ist trotzdem das Ganze eigentlich sehr gut ausbalanciert ist. Es ist eben trotzdem noch eben auf der Malzseite zu Hause, aber es ist jetzt kein Bier, was so komplett in diese Richtung abkippt, sondern es ist ein schönes Wechselspiel, auch wie gesagt mit so einer schönen, angenehmen Bittere, die aber dezent im Hintergrund ist und die man einfach sehr, sehr schön genießen kann. Es ist jetzt spannend, hinten raus, weniger in der Nase, eben gerade als ich die Nase nochmal reingehalten habe, da ist mir diese Rauchnote nochmal aufgefallen, aber man schmeckt sie lustigerweise auch im Nachtrunk noch ein bisschen. Und ich werde mal rausfinden, die Beschreibung im Internet war relativ ausführlich, aber ich glaube, die Zutaten standen nicht dabei, ob da tatsächlich Rauchmalz mit drin ist. Habe ich verpasst, vorhin nachzuschlagen, werde ich noch nachholen und wenn ich tatsächlich Rauchmalz finde, dann werde ich euch davon berichten. Für mich ist tatsächlich das Meisterbräu ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Bier nicht unbedingt freaky, fancy, sonst irgendwas sein muss, sondern man kann auch mit einem sehr, sehr klassischen Bierrezept ein sehr, sehr, sehr geiles Bier machen. Deshalb von ProbierTV für das Meisterbräu von der Brauerei Schneidl aus Gunzhausen 4,5 Punkte für das Meisterbräu zum Jubiläum der 175. Bestehen der Brauerei Schneidl. Und ich sage nachträglich herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind es ja schon 176 Jahre vermutlich. Und es gibt so viele geile Biere aus der Brauerei Schneidl. Ich kann euch das Pilz Deluxe ans Herz legen. Ich kann euch den Maibock ans Herz legen, um nur zwei Biere zu nennen. Und wie gesagt, Meisterbräu, ganz, ganz tolles Bier, was es da aus dem Innviertel gibt. Wenn ihr andere Biere von Schneidl kennt, die ich unbedingt mal probieren sollte, eins habe ich noch, das habe ich auch noch nicht probiert, dann sagt es mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Sagt danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.